Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Staffel 6, meine lieben Freunde, zur Folge 317. Und es hat sich auch vieles hier getan. Ich muss ja einiges gestehen. In der Zeit, wo ich zum Beispiel in Sternsing war, zur Weihnachtsfeier und auch noch auf Reisen. Es bleibt aber noch geheim. Ich kann ja mal mein Inventar öffnen. Hier ist einiges, was hinzugekommen ist. Ihr seht, meine Rüstung hat auch schon ein bisschen drunter gelitten. Und ja, Stein natürlich, ne? Da kommt man nicht dran rum. So, jetzt denkt ihr ja, der Junge hatte zwei eiserne Pferderüstungen, vier Goldbarren, zwei Sättel. Wo kommt das her? Ne? Hier Schwarzpulver und alles Möglichen. Einen goldenen Apfel, aber das ist kein Notch-Apfel, das ist ein normaler goldener Apfel. Wo kommt das her, fragt ihr euch jetzt. Ich bin mit dem Delfino, ich kann das mal kurz auf der Karte zeigen. Mit dem Delfino, der Anni, bin ich hier hoch mit dem Boot und dann sind wir hier, zack, zack, und da und durch den Dschungel und Delfino hat ein Wasserdorf gefunden und ein Dschungeltempel und Unterwassertempel sind wir dann so zweier Wege gelaufen. Hier sind wir dann rück zu mit dem Boot quer durch. Dann sind wir hier über dieses riesengroße Eisbiom. Hier habe ich auch ein paar Iglos gefunden. Hier waren, glaube ich, auch ein paar. Und dann haben wir hier Ortschaften gefunden. Ganz viele. Und immer weiter man nördlich kommt. Hier, da ist ein Akaziendorf. Hier ist ein Dorf, was ein bisschen auf dem Ozean gebaut ist. Und es ist wirklich richtig, richtig schön hier oben. Hier ist noch ein Dörfchen. Hier ist ein schönes Dörfchen, das hat so eine schöne Meerverbindung. Finde ich richtig cool, die Verknüpfung hier. Dann ist hier noch ein Dorf, das hat der Delfino gefunden. Hier ist noch ein Dörfchen. So, wenn man dann nochmal weiter. Tak, 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 tak. Ist mal längere Zeit nichts. So, jetzt ist hier Rotstöpfen am See. Ja? Hier ist Wüstenbasis Nord. Habt ihr so gedacht? Dieses Gebiet ist zugepflastert durch Seen. Die Berge sind teilweise über 200 Meter über Bedrock. Und das schaut einfach auch richtig episch aus von diesem Dorf aus. Das ist ein Akaziendorf und es ist direkt am Wasser gebaut. Sozusagen so in Klammern stehenden Fischerdorf hat der Delfino gefunden. Und hat auch diesen Namen mit mir zusammen ausgeknüftelt. Und hier weiß ich noch keinen Namen. Das liegt ja auch an einem riesengroßen Berg, der über 200 Meter über dem Bedrock ist. Und hier ist noch ein Wüstentempel daneben. Den haben wir aber noch nicht ausgeplündert. Wir haben alle Dörfer, die ich jetzt gezeigt habe, noch nicht ausgeplündert. Da sind die Schmieden alle noch vollständig. Und hier oben ging es dann nochmal weiter. So wie ich hier sehe, hab ich hier ein Dorf gerade entdeckt. Das habe ich noch gar nicht gefunden. Wissen wir, da sind wir dran vorbeigelaufen. So findet man Dörfer. Hier ist Fichtenrande und hier ist Fichtherrnsgrün. Genau, das ist dann so das Letzte. Hier oben geht es dann nicht weiter. Ja, meine lieben Freunde, das sind wir dann abgelaufen und das ist doch ganz schön krass, oder? Hier unten kommt man dann natürlich durch hier gewohnte Gebiete. Und natürlich die meisten Wegpunkte, natürlich hier. Zack. Kleine Information am Rande: Wir haben den Tages-Nacht-Rhythmus gerade umgestellt. Und ich höre dort ein Zombie. Wo ist hier ein Zombie? Ist der ja drin? Wo ist der? Ist der ja drin? Drin ist ein Zombie. Geh mal rüber. Geh mal beiseite. Beiseite. Ne, hier drin ist er nicht. Das müsste ich auch mal flicken, das Loch. Wo ist der? Da ist der. Da oben. Und da oben auch. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen was gebaut. Und da kann es sein, dass dort oben noch nicht richtig ausgeleuchtet ist. Und da kann es auch sein, dass da ein paar Zombies spawnen. Ich nehme mir das Problem an. Zack.
brenne auch ein bisschen. Wo ist denn der jetzt hin? Da ist er. Also ein bisschen schwierig jetzt hier wieder rauszukommen. Guten Tag. So, machen wir mal hier wieder den Zaun ran. Ja, genau. Es hat sich vieles verändert, auch in der Minecraft-Version. Wir sind jetzt ja auf der Version 1.11. Unter anderem gibt es jetzt diesen Fördinger. Diesen Dorfbewohner, da kommt das Fördingen. Sozusagen diese neuen Dorfbewohner, die jetzt hier mit im Texturenpaket sind. Und diese mit einem grünen Gewand, den kann man so oft anklicken. Oder ich kann nur den anklicken, der ist ein Gerber. Alles klar, hier. Kann ich wieder anklicken, kann ich wieder anklicken. Und den hier, den kann man nicht anklicken, ja. Ich kann das mal ins Mikrofon halten. Ich kann den nicht anklicken. Und das hat den Grund, weil es nichts nutzt ist. Ist nichts nutzt und wir haben den einfach mal so, Delfino hat das rausgehauen. Das ist ein Arbeitsloser. Ist auf jeden Fall eine gute Erklärung. Greift ihr mich an? Ne, es ist der Tag. Ich hab gerade, die greift mich an, aber ich brauche deine Seide. Ich brauche deine Seide, mein Liebes. So, und hier oben, machen wir mal kurz was essen. Essen auf 8. Auf 8. So, gehen wir in die Etage weiter hoch. Ja. Da habe ich mir was super war, weil ich hier was überlegt gehabt. Das ist alles hier noch vor meiner Reise mit den ganzen Leuten entstanden. Da hatte ich mich mit Erde hochgebaut. Ihr seht es ja da hinten. Da habe ich dann hier nur von der Seite das reingeklöppelt. So, hier ist jetzt noch keine Fackeln, die werde ich jetzt hier erstmal anbringen. Kann ich ja dann immer noch umsetzen. Hier ist zum Beispiel so eine Büroetage. Und diese Büroetage wird natürlich auch für Büros genutzt. Die ist schön groß, großräumig. Ich kann aber eine Etage nach oben gehen. Da sind dann kleinere. Also hier oben drüber sind etwas kleinere. Ich habe das auch ein bisschen mit diesen Gebälks, ein bisschen übertrieben hier oben, so wirklich. Das Dach ist auch schon auf dem Rathaus drauf. Das habt ihr alles verpasst. Aber ich möchte es euch natürlich nicht vorenthalten. Ich habe natürlich ein bisschen vorproduziert. Das gehört ja auch mal mit in das Projekt rein. Zack, hier sitzt schon eine Fackel. Jetzt habe ich hier oben keine mehr. Nehme ich einfach die. Zack. 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 Jetzt müsste das erst hier mal hier ausgeleuchtet sein. Das können wir mal wegnehmen. Und ich habe mal meine Effizienzschaufel weggepackt und habe mal hier meine normale ausgepackt. Weil das ging mir mit der Zeit auf den Sack. Da hast du mal mehr abgebaut, als du wolltest, und im Endeffekt hat es länger gedauert. Wenn man natürlich große Flächen abbaut, ist das vorteilsreich, aber um kleinere abzubauen, das dauert eben ein bisschen länger. Und das sollte man die Zeit auch in Anspruch nehmen, weil wenn man das schnell abbauen möchte, dann hat man dann wieder nicht die Zeit. Mal ganz kurz. Test, Test. Ja, okay. Hab gerade gedacht, mich hat es nicht aufgenommen. Mein Mikrofon hat nämlich auch immer mal so einen kleinen Aussetzer. So, hier habe ich eine Glasscheibe schon mal reingesetzt. Ist dann so ein Dreier-Durchgang. Weiß nicht, ob ich den komplett rausnehme und so einen Bogen mache daraus. So, hier kann man jetzt noch hingehen. Das ist ein Büro. Ein Büro mit Dachansatz schon. Also es ist schon Dach drauf. Und hier hat man noch mal ein Fenster, wo man auf den Ratsmarkt gucken kann. Genau. Hier oben ist schön die Decke mit. Ich habe ja doppelte Decken drin, deswegen stört das nicht. Weil hier habt ihr jetzt auch von unten gesehen, dass hier noch Schwarzeichenholz ist, aber das wird dann auch anders sein. Hier ist glatter Sandstein drin, habe ich mir so gedacht. Und mit dem Boden, mit den etwas dunkleren und man das. Sind sehr viele Kontraste. Hier ist es noch nicht drin, ihr seht, hier ist die doppelte Decke. Ne? Hier ist die doppelte Decke und hier ist das Büro 2. Ja, das zweite Büro, was auf der anderen Seite ist.
Hier ist auch ein kleiner Raum, wo es wieder zu diesem Fenster geht, wo man schön noch auf die Heide gucken kann. Noch kann man auf die Heide gucken. Denn hier habe ich geplant, hier unten das Gerichtsgebäude entstehen zu lassen. Aber das ist noch weit gefehlt. So, mal kurz auf die Aufnahme geguckt. Wir nehmen 10 Minuten auf, aber die Folgen werden ja heute länger. Länger werden die Folgen. Ja, ich habe mir vorgenommen, jetzt auch 20 Minuten Parts zu machen, aus folgendem Grund. Man kann mehr machen. Und ich habe jetzt eben eh ein bisschen mehr Zeit. Temporär gesehen. Wenn natürlich wieder vorproduziert wird, da werden die Folgen wieder, na, ich sage mal, 5 Minuten kann ich noch abdrücken. Am Ende, dass die nicht 20 Minuten werden, sondern nur 5. Also nicht 5, sondern 15. Genau, hier hinten sind die Schafe. Übrigens, die Playlist habe ich auch mal ein bisschen aufgeforstet. So, hier ist dann das Büro Nummer 4. Hat dann hier natürlich ein schönes Fenster ins Treppenhaus. Hier mit einer kleinen Nische drin. Das ist sozusagen das kleinste Büro. Genau, ihr könnt ja mal Vorschläge machen, was man hier reinmachen kann. Hier hinten kann man noch rumgehen. Habe ich das schon gezeigt? Nein. Ja, hier oben habe ich die Fenster mit Stein. Hier drüben auch. Ich kann jetzt nochmal vom Markt unten zeigen. Ist auch eine kleine Nische. Und hier kann man ja, wie gesagt, hintergehen. Genau, es ist 8:50 Uhr. Echtzeit. Ich muss ja mal ein bisschen immer die Uhr im Blick behalten. So, jetzt denkt ihr ja, das Treppenhaus ist doch höher als sonst. Ne? Da zeige ich euch gleich warum. Hier kann man jetzt auch noch rausgucken. Das ist der Dachstuhl, meine lieben Freunde. Schaut er nicht genial aus? Und passt mal auf. Hier habe ich Fenster hingesetzt, indirekte Fenster, und da kann man ja nicht rauslaufen, weil ja eine Stufe ist und über einen ist was. Ja. Könnt ihr mal schreiben, wie euch das gefällt. Ich kann es ja dann mal von drüben zeigen hier, von da drüben. Und da ist der 300er, meine lieben Freunde. Einen 300er habe ich persönlich noch nicht weitergebaut. Das wollte ich euch nicht außerhalb des Let's Plays vorenthalten. So, hier habe ich jetzt so zwei Fensterchen drin. Wenn ich da drüben auf dem Berg stehe, kann ich euch das dann nochmal zeigen. Hier drüben wollte ich das auch hinmachen. Könnt ihr mal die Kommentare schreiben, wenn ich euch das jetzt von außen zeige, ob das an der anderen Seite auch gut aussehen würde. Genau, hier ist wieder so eine Nische drin. Oh, ich habe hier ist noch kein Dach. Ah, warte mal, habe ich Treppen mit? Ja, habe ich. Habe ich. Ich habe Treppen mit. Ich habe mit. Und die Treppen waren so, so, und jetzt komme ich in Verlegung. Hier kann ich jetzt gerade nichts hinbauen. Dann muss ich das mal kurz so machen. Aber jetzt sind wir oben auf dem Dach. Also so schaut das Dach im Endeffekt aus. Ich habe das hier, kann ich ja gleich von hier zeigen. Ne? Hier übrigens, da ist auch ein Dach drauf. Ich komme gleich zum Lager. Da hat man auch einen wunderschönen Ausblick. Ne? Da steht noch der Weihnachtsbaum, den putzt man in der nächsten Folge ab. Da ist das Bahnhofsgebäude. Das ist alles neu. Hier ist auch ein Dach drauf hier oben. So viele Dachdeckerarbeiten. Ja, das Dach habe ich im Endeffekt so gemacht. Ich habe hier einen Block drunter gesetzt und habe hier oben drüber diese Stufen. Habe mir gedacht, ja, kannst du eine Einkerbung machen? Schaut doch bestimmt besser aus. Und ja, es schaut besser aus. So schaut das Ganze jetzt von außen aus. So. Hier oben mit dem kleinen Vorsatz. Wenn es euch gefällt. Ich wollte hier zum Beispiel drei Blöcke machen und hier dann vorne die drei Treppen. Nur das hat mir nicht gefallen, weil hier natürlich auch die Treppenstufen sind. Deswegen wollte ich das so ein bisschen abkantig lassen, weil es ja natürlich hier auch reingesenkt ist. Hat mir nämlich hier schon ein bisschen am Anfang nicht gefallen, aber man kann es eben nicht anders machen. Da ist der Raum drinnen noch enger und man muss einen reingehen und ja, schaut dann nicht so schön aus. So, der Turm, ihr seht, er ist ein bisschen höher geworden. Ich habe mich mit den Structure-Blöcken ja super ausgekannt und muss ehrlich zugeben, ich habe den einfach mal zwei Etagen hochgesetzt. Von da nach da sozusagen kopiert und das dann wup, wup, oben drüber gesetzt und das dann wieder oben drauf. Sonst hätte das Dach nicht harmoniert. Da wäre die Spitze nämlich ungefähr hier die Höhe gewesen, wo ich jetzt stehe. Und das Dach ist höher. Das hätte nicht harmoniert. Ich glaube, ihr seid mir da gnädig. So. Wenn ich jetzt hier runterfall, bin ich tot. War da irgendwo Wasser? Ich glaube.
Ich muss ja oben dringend noch einen Notausgang machen. Dringend. Den setze ich wahrscheinlich auch hier hin. Warte mal. Zack. Naja, fast. Zack. Zack, zack. Die Stufe muss noch ihr. Zack, warte mal. So. Dann kann man dann so hier rausgehen. Da ist ein Notausgang. Habe ich eine Werkbank mit? Könnte ich nämlich hier. Na, mache ich mit Eisen? Mit Eisen dann hier eine Eisentür rein als Notausgang. Mach mal so. Super Idee. Genau, kann man nämlich dann hier hochgehen und dann ist alles normal. Also hat sich nicht viel verändert. Bis auf die Dorfbewohner hier oben, die hier oben waren. Die sind dann mit der Zeit wahrscheinlich wieder runtergegangen. Also habe ich zumindest so beobachtet, dass die wieder runtergegangen sind. Mir ist auch aufgefallen, ich kann zwar hier, ne? Also das ist irgendwie mein größtes hier Defizit, was ich hier gerade beobachte. Die Dorfbewohner, ne? Die können ja zwar nicht rüber, nur hier ist mein kleiner Dorfbewohner gewesen. Und der kleine Dorfbewohner, der ist hier rausgegangen und der ist dann groß geworden. Und er konnte nicht mehr rein. Ja. Also, was heißt kleiner Dorfbewohner? Hier können auch große hin und die können auch hier durchgehen. Das ist nämlich mein Problem. Und dann stand da nämlich mal ein Dorfbewohner hier oben. Und da habe ich mir so von Weitem gedacht: Heide Gott, hier stand ein Dorfbewohner oben. Das kannst du doch nicht springen. Wahrscheinlich Screenshot machen. Schaut nämlich hier gerade nicht schlecht aus. Genau, dann hat mir jetzt auch noch jemand geholfen. Ein bisschen bei der Einrichtung, bei Gebäuden. Der ist noch bis zum 31.12. hier auf dem Server. Und kann auch ein bisschen mehr arbeiten, glaube ich. Nicht hier runterfallen, ich habe 49 Levelinos, das macht sich schlecht. Gerade habe ich ein paar Frame-Einbrüche. Ja, die Treppe ist jetzt ein bisschen länger. Die geht jetzt in der Etage und hier unten ist dann der Ausgang. Ne, noch nicht. Immer noch weiter runter. Zack, 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 zack. Guten Tag. Mir ist wieder so nichts nutzt. Also alle, die ein grünes Gewand haben, da gibt es bisher nur einen Skin von den Dorfbewohnern. Die sind alles nichts zunutze. So, und hier unten kommt dann ins Rathaus hier den. Seht's ja schon, ne? Wenn ich jetzt hier ist auch wieder einer. Also die häufen sich mit der Anzahl. Wenn ich jetzt hier, ne, von da drüben kann ich hoch. Zack. Zack. Und zack. Wenn ich mir das jetzt so angucke, dann muss ich sagen, ja, das ist schon ziemlich hoch. Und die zwei Etagen, die habe ich sozusagen hochgesetzt. Ne? Weil sonst wäre dieses einfach hier drauf gestellt gewesen. Ne? Und ihr seht selber, das hätte nicht harmoniert, glaube ich. Und so schaut das jetzt, glaube ich, schon besser aus. Kann man auch einen größeren Überblick dann über die Stadt haben, weil die Häuser werden alle etwas größer werden. Ich habe mich jetzt schon mit dem Bahnhofsgebäude ein bisschen verhaspelt. Genau. Hier ist wieder ordentlich los. Und die neuen Dorfbewohner nehmen auch langsam Überhand und das finde ich eigentlich nicht so schön. Die Bücherei habe ich übrigens wieder aufgefrischt. Ich habe mir ja da zum Glück aufgeschrieben, was da alles drin war. Das war ja durch einen kleinen Fauxpas alles abhanden gekommen. Leider. Ich habe es aber wieder aufgefrischt. So, in der nächsten Folge machen wir uns mal hier an diese Tanne ran. Mal ein bisschen Erde schnappen. Ich muss mein Inventar aussortieren. Und das Inventar, ja, machen wir in der nächsten Folge alles. Kann ich mal schnell das Lager vorstellen. Was jetzt alles neu ist. Hier unten, Handelsregister, gibt es nicht mehr. Hier ist noch eine Truhe, sind noch Bücher drin, die muss ich noch hochschaffen. Genau, da ist der Aufgang hier. Übrigens hier, ne, hier Abkantung. Ne, und mit Glück kommt man hier auch hoch. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich bin dann immer hier hin. Und zack. Wenn man mit dem Boot kommt und aussteigt, ist man hier oben. Das ist der Trick dabei. Also einfach mal in ein Boot setzen und hier am besten nichts abbauen. Ich habe mir schon mal überlegt, einfach mal den hier zu machen an ein paar Stellen. Passt auf. Ja.
Na, hier passt das jetzt. Hier ist diese Einkerbung, oder? Ich mach's einfach hier drüben. Da passt das nämlich auch. Eins, zwei, drei. Dann nehmen wir das einfach und machen den da draus. Und da kann man hier auch ein bisschen besser nach oben, genau. Jetzt kann man ein bisschen besser. Ich tue das mal in die Truhe rein. Hoffentlich denke ich dran, das irgendwann einsortieren. Zack. So, jetzt geht's ja hoch. Zack, Treppenhaus. Guck mal, ich habe ein Treppenhaus gemacht. So, erste Etage. Hier kommt dann noch was Spezielles hin. Ich habe mir so gedacht, kleines Museum. Oder eine Postzentrale oder irgendwie sowas. So, hier kommt ein Tisch hin. Ne? Hier kommt eine riesengroße Karte hin. Ne? Was heißt eine riesengroße Karte? So einzelne Karten von diesen Kartografen zum Beispiel. Da habe ich nämlich schon einen gefunden. Die verkaufen ja Karten von diesen Mansions, die es jetzt gibt, wo diese komischen Dorfbewohner drinne vorkommen. Und da gibt es ja einen neuen Loot. Ist ja interessant. Und hier ist nicht richtig ausgeleuchtet, fällt mir gerade ein. Das wollte ich noch machen. So, hier, das sind jetzt Speichertruhen. Die sind nicht für den normalen Gebrauch geeignet. Da habe ich zum Beispiel gestern hier noch ein bisschen Feuerwerk gecraftet. Seht ihr? Bisschen Vorbereitung. Könnt ihr euch schon mal auf Silvester freuen. Da kommen ein paar Gäste hier nach Nordwehen und mal sehen, ob der Brief auch schon angekommen ist. Hier ist die Weihnachtsdeko und die Weihnachtsdeko, da sind die Truhen natürlich jetzt leer. Die müssen wir noch abschmücken. Das einzige Truhe, die nicht leer ist, ist die. Hier ist eine Schallplatte drin, die war vorher in dieser Truhe, aber das habe ich ein bisschen umgemodelt. Und hier ist jetzt ja ein paar Köpfe drin, seht ihr? Das ist ein Weihnachtskopf, das ist so ein Zauberwürfel, so ein Holzlock, so ein kleines, das ist ein Astronaut. Den Astronaut kann ich ja mal aufsetzen, der schaut gar nicht mal so schlecht aus. Guckt mal hier. Ich kann ja auch mal F5 zeigen. Ja, der schaut gar nicht so schlecht aus, meines Erachtens nach. Ach so. Erstmal abnehmen. Zack. Puh, hat er natürlich jetzt gerochen, den Helm habe ich schon etwas länger auf. So, hier oben, da ist nichts drin. Da habe ich mir mal, also außer einen Structure Block, den habe ich mir mal hier dort rein gelegt. Konstruktionsblock, natürlich. Ja, ich habe den englischen Begriff mal gewählt. Da kommt dann sowas rein. Das ist die Etage, wo Sachen besprochen werden. Hier kommt dann so ein Ratstisch noch hin. Und der kommt übrigens ins Rathaus auch, ne? Also so ein Ratstisch, das ist jetzt eigentlich hier nur so ein Besprechungstisch, wo zum Beispiel Sachen geklärt werden. In dieses Regal oder in dieses. Dieses sind nicht mit Truhen ausgestückt, ihr kommt dann auch in die Ostereier rein. Also es gibt so viele schöne Dekorationsideen. Ich glaube, in das letzte wollte ich dann wirklich die Dekorationen, die man mal so irgendwo hin platzieren kann, wie zum Beispiel kleine Kürbisse, kleine Melonen, kleine Äpfel. Und sowas, ne? Also, so, ach so, warum gehe ich denn hier raus? Übrigens, hier geht's auch nach unten. Das ist der lange Gang. Ach, hier, falls ihr euch fragt, was hier dahinter ist, hier habe ich erstmal provisorisch Öfen gemacht, da Hochofen. Und das kommt dann, ach so, das kommt dann dahin, wo was hier unten drunter ist, dann ins Handelsregister. Da kommt dann ein großen Ofen. Ofen, hier, ja, Hochofen hin. So, hier oben, wie kann man jetzt herunterschauen, wenn ihr es schon gesehen habt? Und hier oben ist das Handelsregister. Schaut im Endeffekt so aus. Ich wollte hier oben das noch so machen wie so eine Art Kette. Ne? Und diese Kette führt dann hier lang. Und da hängen die ganzen Schilder dran, wie so ein Handelsregister. Nach Hohenstein, nach Mooseck, nach Balsenboch, nach Niederbach, Menkleden, Bergstetten und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist noch nichts. Und da waren wir ja auf Höhlentor. Und wenn das noch in der Truhe ist, müsste das noch hier drinnen sein. Ja, das haben wir rausgeholt. Ich weiß nicht, ob ich das, außer das Buch. Und das Buch ist ja das Handelsregisterbuch. Also ab dem Kohleblock bis zum Redstone. Das haben wir also rausgeholt. Das müsst ihr mal 5 nehmen. Mal 5. Krass, oder? Mal 5 müsst ihr das nehmen. So, genau. Das war's von mir, von der Folge 317. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in alter Frische. Bis dahin. Also, ciao, ciao.